So, und da sind wir wieder zurück zu Let's Play Final Fantasy 14. Wir sind beim letzten Mal hier stehen geblieben. Und. Oh Gott. So. Okay. Beim letzten Mal hatten wir ja das Festessen. Da sind wir zusammengebrochen beim Festessen. Und hatten einen sehr interessanten Traum. Und ja, nun dürfen wir zum Luftschiff-Landeplatz. Wir dürfen endlich andere Orte sehen als Lanosea oder Lanoskea oder wie auch immer. Ja, finde ich geil. Ich freue mich. Bedeutet für uns allerdings neue Klassenleveln. Ich höre schon euch aufstöhnen. Geht aber kein Weg dran vorbei. Guten Tag, herzlich willkommen am Luftschiff-Landeplatz. Hier ist der Schalter für Linienluftschiffe. Oh, seid ihr nicht Ash Curran, die persönliche Gesandte von Admiral Mervip? Der Highwind-Fluggesellschaft wird es ein Vergnügen sein, euch an euer Ziel zu bringen. Und wusch. Der hat das wusch gemacht. Okay. So, Luftschiff-Landeplatz. Hier können wir hin. Einmal zur Planke. Einmal alles auf die Planke, Leute! Arrivederci. Und achtet auf die Musik im Hintergrund. Ich liebe sie. Achtung an alle Fluggäste! Der Flug nach Gridania ist nun zum Einsteigen bereit. Alle Passagiere mögen sich zum Landebereich begeben. Ich liebe es. Das geilste Team ever. Stola! Da stehen sie alle. Mach's gut und denk an mich! Eines Tages werden sie deine Heldentaten in jeder Kneipe dieser verdammten Stadt besingen, Ash Curran. Der Urkristall wird dich schon leiten. Oh ja, das würde. Und ich krieg Gänsehaut bei diesem Moment, ey. Das hatte ich damals in Gridania übrigens auch. Machtvolle 15 Jahre. In denen der Untergang der Agrius ungerecht blieb, die hier zerschellte, der Stolz unserer Luftflotte. Ein Schlag und der Silbertränensee wäre unser gewesen und Eorzea unter Galese Herrschaft vereint. Wie konnte unsere Armada vor einer Schar Drachen in die Knie gehen? Hätten wir Midgard Sommer besiegt, ihren König, diese Ausgeburt der Hölle? Aber als er mit der Agrius zusammenprallte, rissen sie einander in den Tod. Das Ende eines glorreichen Feldzugs.
Eosea, besessen von Götzen und von blinden Kräften entstellt. Zweimal hast du dich unserer Herrschaft widersetzt. Kaum setzten wir unsere Angriffe für einen Augenblick aus, erheben sich auch schon die unfähigsten Wirrköpfe an die Macht. Mag das Projekt Meteor in der siebten Katastrophe geendet haben, an unseren Plänen ändert das nicht das Geringste. Lügen, Unwissen, Regellosigkeit. Diese Welt ist verdorben über alle Maßen. Eosea muss gerettet werden. Wir führen diese blinden Völker in die Zukunft, zu einer neuen Ordnung. So wie es euer Wille ist, Legatus. Der diensthabende Ingenieur möge nach Ende der Wartungsarbeiten im Magitek-Labor Bericht erstatten. Du, was hat der Legatus eigentlich mit Eosea vor? Hast du doch vorhin gehört, Idiot. Es ist ein großer, komplexer Plan. Den verstehst du sowieso nicht. Erklär ihn mir doch mal. Ich meine, Cartenau ist 5 Jahre her. Und was hat Gaius seither unternommen? Nichts. Wir stehen hier rum und warten. Hast du irgendwelche Einwände gegen Legatus Gaius' Pläne? Tribunus Nero! Sag mir, Techniker, woher kommst du? Dalmasca, mein Tribunus. Alla Lamigo, Tribunus. Codename Hemingway? Ich. Dilettant. Das Frumentarium weiß alles. Wärst du so nett, das wegzumachen, Techniker? Jawohl. Wir werden schon sehen, wer von uns beiden mehr auf dem Kasten hat, Garland. Das waren spannende Szenen. Auf die man aber so gerade. Das Problem ist, ich muss mich halt mehr zurückhalten, weil ich weiß es halt. Oh, wir sind in Gridania. Ich liebe Gridania. Gridania ist so mein. Eigentlich mein Lieblingsstandort. Der Ort, wo ich am Überlegen war, wo es für uns hingeht. Ganz zu Anfang, wo wir noch bei der Charakterstellung waren. Achso. Die Katze muss da wieder hin. So, und da sind wir in Gridania. Ah, du musst die Gesandte aus Lim Salominse sein. Willkommen in unserer friedvollen Waldstadt. Die älteste Saatseherin erwartet dich bereits.
Okay, verlassen wir den Bereich. Und kommen in diesen hier. Ja, war der Bruderschiff. Du bist die Gesandte aus Limsalominsa. Willkommen in Gridania. Kanne Senna erwartet dich schon am Wasserrosentisch. Ich soll dir behilflich sein, falls du den Weg nicht weißt. Du musst zur Nofikas Altar in Altgridania. Dort wartet eine Druidin, die dich zu Satian vorlassen wird. So. Wow. Einfach nur wow. Ach ja, ich weiß. So, und hier kommen wir unserem ersten Schritt zur Freiheit näher. Und zwar, wir harmonisieren uns hier. So, nun haben wir hier die Möglichkeiten. Für Gridania gilt, das ist das, was wir jetzt als nächstes tun werden. Ich weiß, ihr werdet mich jetzt alle hassen, aber es ist immer so. Klar werden wir hier die Hauptstory, die hier jetzt ist, noch beenden, aber für uns gilt es jetzt. Wir haben hier die Waldläufer-Gilde. Wir können in Alt-Gridania uns den Pekinieren anschließen und wir können unsere erste Heilerklasse, die Druiden, wählen. So, ganz zuerst gehen wir zu den Waldläufern und kümmern uns als erstes um die Waldläufer. Wie gesagt, das ist jetzt so das, was unser erstes und großes, hohes Ziel ist, das erstmal zu machen. Damit wir auch hier die Klassen alle auf 15 haben. Was wir haben, haben wir. Wir brauchen dann nie wieder dieses kleine Purzel-Leveln hier machen. Ich meine, ich denke, das ist im Interesse aller. Weil ich möchte sowieso alle Klassen spielen. Von daher haben wir sowieso die Arschkarte. Und wie gesagt, wer es nicht sehen möchte, die Hauptszenen werde ich ja hier reinschreiben. Um was es hauptsächlich in den Parts geht. Also wie zum Beispiel Nebenquest oder Mainquest oder ne, Leveln. Das sind die Rubriken, glaube ich. Beziehungsweise in die Klassenquest waren es dann noch. So. Ach ja, das hier sind wieder die Vorgeplänkel. Die lasse ich ja wie immer. Ihr wisst es, ihr kennt es. Das Vorgeplänkel lese ich nicht. Ist das Einzige, was ich nicht lesen werde. Da sich da keiner zu geäußert hat. Bisher. Wenn ab diesem Zeitpunkt sich schon jemand so geäußert hat, dann ist es jetzt zu spät. Aber wie gesagt, nach dem sechsten Part kann ich da leider keine Rücksicht mehr drauf nehmen. Wir lesen es jetzt einfach nicht, diese Vorgeplänkel. Nun bist du bereit, eine tüchtige Waldläuferin zu werden. Juhu. Du hast es dir gut überlegt, wie ich sehe. Gut, denn nur wenn dein Entschluss so fest ist wie ein Felsen, kann ich dich an unsere Gildenmeisterin Lucien verweisen. Du brauchst nicht zu aufgeregt zu sein. Lucien ist immer sehr freundlich. Viele, die gar nicht in unserer Gilde angehören, kommen, um sich bei ihr Rat zu holen. Sie ist im hinteren Raum. Geh nur und sprich mit ihr. So. Und jetzt kommen wir zu meiner absoluten Lieblingsklasse in diesem Spiel. Ah, ein neues Gesicht. Willst du das Bogenschießen lernen? Dann herzlich willkommen. Ich bin Lucien und leite die Gilde. Es freut mich sehr, dass du dich für unsere Kunst interessierst. Lass mich kurz erklären, was wir unseren angehenden Waldläufern mit auf den Weg geben. Die entscheidende Stärke des Bogens, das ist die Sicherheit der Distanz, die er dem Schützen gewährt. Schwerter und Lanzen können noch so lang sein, ihre Reichweite ist immer begrenzt. Wenn du zerschmetternde Hiebe austeilen willst, bist du hier falsch. Bei uns lernst du effiziente Bewegung und strategisches Denken und dann kannst du den Feind kontrollieren, ihn erwischen, wenn er gerade fliehen will und ihn mit Giftpfeilen zur Strecke bringen. Du wirst erstaunt sein, wie vielfältig diese Waffe ist und wie ein Meister des Bogens seine Gegner scheinbar ohne jede Anstrengung niederstrecken kann. Aber bedenke, wenn dir die Distanz etwas nützen soll, dann musst du den Überblick bewahren und den Feind richtig einschätzen. Dann beherrschst du das Schlachtfeld.
Das ist die Aufgabe des Weitläufers, die Schwachstellen des Feindes zu entlarven. Denn dann kann kein einziger Fall den Ausgang der Schlacht wenden. Dann kann ein einziger Fall den Ausgang der Schlacht wenden. So. Merk es dir, ein scharfer Blick und das Vermögen, die Situation vollkommen zu erfassen. Das ist es, was jeder hier lernen muss. Willst du ernsthaft an dir arbeiten? Keiner wird von selbst ein guter Schütze. Nur wer durchhält, wird schließlich die Früchte seiner Anstrengungen ernten. Bist du bereit dazu? Ja. Sehr schön. Von diesem Moment an kannst du dich als Weitläuferin betrachten. Führst du ein Bestiarium? Dann gib es mir, damit ich dir die Namen von Gegnern eintragen kann, denen du als Weitläufer gegenübertreten sollst. Und ich schenke dir einen Bogen. Hier bitte, um dir den Anfang etwas leichter zu machen. Er ist schon etwas verschlissen, tut aber durchaus auch seinen Dienst. Leg ihn an und sag mir, wenn du soweit bist. Dann habe ich nämlich eine Übungsaufgabe für dich. So, wir haben den Weitläufer freigespielt. So. Bedeutet für uns die nächste Klasse. So, warte mal, wir haben jetzt Tankklasse. Oder warte mal, wir machen es anders. Wir machen es so. Oh mein Gott. Unsere Mukis tanzen. Das stimmt, das tun Mukis, wenn da quasi zwei ineinander stehen. So. Ah, du siehst gut aus mit dem Bogen, Ash. Sehr schön. Bevor ich dich in die Gilde aufnehme, habe ich eine Übungsaufgabe für dich. Zeig mir, ob du überhaupt mit einem Bogen umgehen kannst. Versuche vor den Toren der Stadt einige Schädlinge zu beseitigen. Je drei Baumhörnchen, Marienkäfer und Forstfungi sollten genügen, um deine Eignung unter Beweis zu stellen. Brauch wohl nicht hinzuzufügen, dass du sie mit deinem Bogen zur Strecke bringen sollst. Melde dich wieder bei mir, sobald du das geschafft hast. So, das werden wir jetzt natürlich so noch nicht machen in dem Ausmaß. Das kommt erstmal alles weg. Ich werde erstmal noch die anderen Klassen frei spielen. Und zwar aus dem Grund, weil wir sowieso die gleichen Gegner töten müssen. Und dann haben wir die halt alle gleich auf einem Flecken und können dann alle schön gleichzeitig weghauen. Und müssen nicht hinher, 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 lesen, lesen, hinher, hinher. Einfach bessere Arbeitsteilung. Ach, auf der einen Seite ist es ja schön, wirklich die ganzen Klassen jetzt wirklich von A nach Z wieder zu lernen. Zu gucken, okay, wie sind die Anfänge nochmal gewesen. Es ist schon schön. Also, kann ich nicht anders sagen. Aber es ist halt auch für euch, glaube ich, auch relativ anstrengend noch mit. Zumindest halt diese Levelphasen zu sehen. Ich habe aber die Hoffnung, dass ich mehr als genug erzähle und rede, um euch da so ein bisschen, ja, zu unterhalten. Also ich glaube, in dem Punkt, da habe ich mich schon deutlich verbessert zu damals. Weil ich glaube, bei den Levelphasen früher hätte ich wahrscheinlich einfach nur geschwiegen. Ja. Achso, hier sehen wir jetzt übrigens auch, wir haben nur Gridania jetzt hier mit drin. Ich habe gerade vergessen, einen Ätheriten freizuschalten, aber das ist jetzt Wumpe. Schalten wir jetzt mit denen hier. Ich mache das jetzt gerade explizit so, weil wir dann als letztes bei der Druidengilde sind und da noch den Abschluss der dein Quest hier in Gridania erlernen, sozusagen, mit erleben. So. Du möchtest der Gilde der Pikiniere beitreten, nicht wahr? Ja, möchten wir.
Na also, ich habe mich nicht in dir getäuscht. Dann will ich dir unseren Genmeister Yevane vorstellen. Er wird über deinen Aufnahmeantrag entscheiden. Am besten trägst du ihm deinen Wunsch persönlich vor. Du findest ihn in der Übungshalle. Okay, hier ist er. Jetzt labert er uns auch erstmal wieder eine Axt ins Bein. Willkommen, Fremde. Möchtest du unserer Gilde beitreten? Du scheinst bereits einige Kampftechniken erlernt zu haben. Doch das bedeutet noch lange nicht, dass du auch als Pekinieren taugst. Deshalb will ich dir zunächst einmal erklären, was dich bei uns erwartet. Wir Pekiniere sind auf den Angriff fokussiert und verstehen uns darauf, Gegner in die Enge zu treiben und ihre Verteidigung mit gezielten Stößen zu durchbrechen. Ein geübter Kämpfer vermag mit seiner Pike einen wahren Wirbelsturm zu entfachen, indem er eine Technik an die andere reiht, sodass die schwierigen Stöße und Finden fließend ineinander übergehen. Um solche schnellen Manöver zu ermöglichen, bevorzugen wir leichte Rüstung aus Leder und Kette, die unsere Beweglichkeit kaum einschränken. Das unterstreicht unsere Fokussierung für den Angriff. Unser Kampfstil erfordert Kraft, einen klaren Geist und felsenfeste Entschlossenheit. Es kommt darauf an, im entscheidenden Augenblick ohne Zögern zuzustoßen und den Feind bis aufs Mark zu durchbohren. Grundsätzlich sind Stangenwaffen wegen ihrer langen Reichweite leicht einzusetzen. Deswegen bildet Speerträger in vielen Armeen Eoseas auch die Kerntruppen. Leider mangelt es den meisten von ihnen an der nötigen Ausbildung. Ein Speer macht aus einem Bauern eben noch keinen Soldaten. Wenn es wirklich brenzlig wird, lässt er seine Waffe fallen und nimmt die Beine in die Hand. Um wahre Meisterschaft zu erreichen, bedarf es Mumm in den Knochen. Deshalb ist der wichtigste Bestandteil unserer Ausbildung, den Mut im Kampf zu stehlern. Hasenfüße haben bei uns nichts verloren und ich achte persönlich darauf, dass sich kein faules Ei in unserem Kopf verirrt. Also, was ist mit dir? Hast du das Zeug dazu, eine Pekinierin in unserer Gilde zu werden? Ja, haben wir. Hervorragend, ich freue mich über deine Entscheidung und heiße dich in unserer Gilde willkommen. Merke dir meinen Namen, Gildenmeister Yevane. Ich bin von nun an für deine Ausbildung zuständig. Als Begrüßungsgeschenk erhältst du von mir diesen Speer. Er ist bereits etwas verschlissen, doch er ist robust und mit einer scharfen Spitze bestückt. Trage ihn mit Stolz. Geht sofort weiter. Na los, probier mal, wie er sich in deinen Händen anfühlt. Wenn du ihn angelegt hast, bist du schon eine halbwegs ordentliche Pekinierin. Sprich mich dann nochmal an, ich werde dir deine erste Aufgabe stellen. So, auch das haben wir freigespielt. So. Wird angelegt. Zack, Pekinier. Hier mit in die Liste gezogen. Wobei, ich kann das eigentlich gerade perfekt aufteilen. Magische Klasse, Fernkampf, Nahkampf. Und hier kommt Tyler rein. Dann habe ich quasi die perfekte Aufteilung. Gut, für alle normalen Berufe haben wir dann nichts, aber das passt schon. Ich könnte auch die Begleiter das da reinpacken. So. Dann habe ich halt ab hier quasi auch noch für die Berufe alles frei. So. Nehmen wir es so mal an. Oh, dein Speer scheint dir gut in der Hand zu liegen. Er steht dir prächtig. Sicher juckt es schon in den Fingern, ihn auszuprobieren. Und dafür würde ich dir ohne Umschweife eine Gelegenheit bieten. Vor den Toren der Stadt haben sich Baumhörnchen, Marienkäfer und Forstfungi bereit gemacht. Grundsätzlich sind das ja nützliche Tiere, doch aufgrund fehlender Fressfeinde haben sie sich zu einer Plage entwickelt. Deshalb lautet dein Auftrag, erledige je 3 Exemplare dieser Plagegeister. Dabei kannst du dich ohne allzu große Gefahr an die Kampfweise mit dem Speer gewöhnen. So. Sehr schön. Weil es passt halt so. Es sind, glaube ich... Okay, es sind 3 Heilerklassen. Eine 4. kommt, glaube ich, hinzu. Für magische. Dann haben wir da sogar auch noch... Warum renne ich jetzt hier lang? Da auch noch einen Platz frei. Und ich glaube, es passt halt mega gut.
So, ich gehe jetzt auch absichtlich gerade mal hier oben lang. Denn wir können ja gleich etwas machen. Deswegen hatte ich auch die Hoffnung, dass wir als erstes nach Gredania kommen. Und zwar gibt es hier einen Archivar. Deine Leistung beeindruckt mich mehr und mehr, Mädel. Hier lass dir dein Zertifikat ausdrucken, meine Bewunderung sein. Zertifikat ausdruck meiner Bewunderung sein. Denke nicht, es sind wertlose Papiere. Ich gebe dir gute Gegenstände dafür. Werde deine Errungenschaftspunkte einen bestimmten Stand erreicht haben, gibt die Jonathan dir Errungenschaftszertifikate als Tauschwährung. Diese Zertifikate kannst du bei Jonathan gegen besondere Gegenstände eintauschen. Ja. Oh, wir haben einen. Wir haben einen. Wir könnten eine Goblin-Kappe, Schokomoppelmaske, Buddha-Schleife. Könnten wir zum Beispiel erwerben. Also das war es gar keine. Okay, hier überall nur zwei. So. Okay, dann möchte ich mir da nämlich noch nichts kaufen. Aber wir könnten, wenn wir wollen. Ich dachte halt, wir hätten schon mehr als genug Errungenschaften gesammelt. Dem ist aber leider noch nicht so. Wir gehen hier lang. So. Dann können wir hier nämlich einmal... uns wieder harmonisieren. Ich war nämlich eben jetzt nochmal ganz kurz mit dem Hund. Nicht bevor Ährchen kommt, dass sie da wieder vor Freude reinmacht. So. Dann geht es einmal hier über diese Brücke. Das kann ich immer wegmachen. Und da vorne ist schon der Ort, wo wir hinwollen. Im doppelten Sinne. Da ist die Stelle Druiden. Wir wollen aber hier einmal runter. So. Und einmal hier hin. Okay, perfekt. Okay, verstanden. Dann möchte ich dir gerne Ismijen, den Leiter unserer Gilde, vorstellen. Er ist der Oberste der Seher, der erfahrenste unter uns Druiden, die mit den Gebieten des Waldes Rat halten, die Geschichte Gredanias lenken. Ich werde ihm deinen Entschluss mitteilen. Triff dich bitte im hinteren Teil der Grotte mit ihm. Ich muss dich jedoch darum bitten, innerhalb unserer Unterkunft die Stimme nicht zu sehr zu erheben. Du könntest dadurch meditierende Druiden um ihre Ruhe bringen. Okay. Hallo, Ismijen. Meine Abenteurerin, ich bin sehr erfreut, dass dich die 12 zu uns geleitet haben. Mein Name ist Ismijen und ich versuche, diese Gilde zu leiten, so gut ich kann. Du bist zu uns gekommen, um dein Wissen als Druide zu vertiefen? Dann würde ich sogleich damit beginnen, dir etwas über unser Tun zu erzählen. Wir Druiden praktizieren animistische Magie. Wir leihen uns die Kräfte der Natur, um die Umgebung unserem Willen entsprechend zu verändern. Unsere Zauber können sowohl heilen als auch Schutz verleihen. Sie können aber auch zerstörerische Kräfte entfesseln. All unsere Zauber funktionieren jedoch nach einem und demselben Prinzip. Druiden erlernen bei uns zuallererst, ihr Umfeld zu verstehen. Wer begriffen hat, welche Kräfte der ihm umgebenden Natur innewohnen, der vermag auch, sich dies zunutze zu machen. Wir bedienen uns damit der Macht der Elemente Erde, Wind und Wasser. Aus diesen Elementen lassen sich mit ausreichendem Training magische Geschosse formen, mit denen man sich seinen Feinden erwehren kann. Wenn du lange genug bei uns bleibst, wirst du dich
wirst du nicht nur als das Heilen von Wunden, sondern auch von Flüchen, Vergiftung und Krankheiten erlernen. Irgendwann wirst du sogar zu Boden gegangenen Kameraden auf die Beine helfen. Druiden darfst du dir nicht als bloße Heiler oder Zerstörer vorstellen. Wir unterstützen unsere Verbündeten mit Hilfe unserer Magie auf unterschiedlichste Art und Weise. Nun schaust du mich an, wie alle Abenteurer vor dir, mit denen ich dieses Gespräch geführt habe. Sorge dich nicht, du hast viel Zeit, um meine Worte verstehen zu lernen. Seid ihr nur darüber im Klaren, dass die Kraft der Natur nicht dir alleine zusteht. Wenn du dir die Kraft der Natur zunutze machst, dann tu es für das Allgemeinwohl und nicht nur für dich selbst. Versprich mir, dass du als Mitglied unserer Gilde auf die Natur hören und niemals deine Pflichten und auch nicht dein Training vernachlässigen wirst. Ja. Eine weise Entscheidung. Ich, Isumiyan, heiße dich, Ash, hiermit herzlich als Mitglied der Druidengilde willkommen. Wenn du so freundlich wärst, mir dein Bestiarium zu leihen, dann werde ich den Namen der Kreaturen daran vermerken, die eine geeignete Herausforderung für Druiden darstellen. Und zur Feier dieser bedeutsamen Anlasses überreiche ich dir diesen Stock. Er vermag dir ein wenig alt und verwittert sein, aber er wird dir auf deinen ersten Schritten als Druiden gute Dienste leisten. Lege diesen Stock bitte als Ausrüstung an, denn nur mit einer Druidenwaffe in deiner Hand kannst du animistische Magie wirken. Sprich mich noch einmal an, wenn du soweit bist. Nun, hör gut zu, da ich dir deinen ersten Auftrag als Druide in der Grotte der versunkenen Gedanken zuweisen werde. Okay. So. Dann einmal anlegen. So, Druide. Druide ziehen wir hier rein. Perfekt. Okay. So. Dann kann das hier auch erstmal wieder weg. So, das hier kann auf die 2. So. Du hast deine Druidenwaffe angelegt und ich finde, sie steht hier ausgesprochen gut. Dann scheinst du mir vollkommen bereit dafür zu sein, die erste Aufgabe von mir erteilt zu bekommen. Außerhalb der Schütze und Stadtmauern gibt es Marienkäfer, Baumhörnchen und Forstfunk. Ich möchte, dass du jeweils 3 von ihnen bezwingst. Die harmlos aussehenden Wesen schädigen die Bäume und verhindern, dass sich der Wald von den Schäden der 7. Katastrophe erholen kann. Atme tief ein, wenn du im Wald bist und öffne deine Augen. Scheiße. Und öffne deine Augen. Okay. Geh nun und erfülle deine Pflicht als Mitglied der Druidengilde. Das lief etwas daneben. Aber naja. So, warte, hier hatte ich auch noch die Dinger. Ich rausschmeißen muss, weil wir haben die halt hier schon überall verteilt. Deswegen wäre das jetzt ziemlich dämlich. So, und als letzte Amtshandlung, bevor ich jetzt erstmal eine kurze Aufnahmepause mache. Das ja, hatte ich mich hier schon harmonisiert? Nee. Werde ich jetzt nämlich gleich noch das hier machen. Und danach geht es Richtung... erst einmal Feierabend, danach will ich erstmal in Ruhe essen und ja, dann nachher geht's weiter mit aufnehmen. Du bist die Gesandte aus Limsa. Darf ich dich bitten, das Dokument vorzulegen, das du unserer Satzherrin zu übergeben gedenkst? In der Tat, das ist das Siegel des Admirals. Bitte komm weiter. Sei gegrüßt, Gesandte aus Limsa Luminsa. Als Abenteurerin hast du es offensichtlich weit gebracht. Admiral Merwip muss dir großes Vertrauen entgegenbringen. Tritt näher. Willkommen in Gridania. Mein Name ist Khan Esena. Ich führe die Bruderschaft der Morgenwieper, die staatliche Gesellschaft Gridanias. Welche Botschaft bringst du von Admiral Merwip?
Eine Gedenkfeier für die Gefallenen der Schlacht von Cartenau. Dass nun schon 5 Jahre verstrichen sind und der Schmerz noch immer kaum verklungen ist. Alles begann, als die Galliar auf die Ideen verfielen, die ganze Welt bis ihrer Herrschaft beugen. Die 3 Stadtstaaten gründeten staatliche Gesellschaften nach dem Vorbild unserer Vorväter und schmiedeten die Eoseische Allianz aufs Neue. Aber hätten wir damals das Projekt Meteor vorausgeahnt? Welch ein Fiebertraum eines kranken Geistes. Wer würde auf die Idee verfallen, einen Mond auf Eosea zu schleudern, um die Welt zu reinigen? Wir versuchen, den herabstürzenden Dadamut aufzuhalten und sammelten all unsere Kräfte im einzigen Ort, von dem aus das möglich war, auf der Karte Noah Heide. Doch von dort mussten wir erst nahe Vandanus 7. Legion verdrängen. Es entbrannte ein Kampf, der uns heute als die Schlacht von Cartenau in schmerzhafter Erinnerung ist. Wir alle kämpften mit unvergleichlichem Mut. Auch unzählige Abenteurer wie du riskierten ihr Leben. Doch das brachte uns nicht die Rettung. Aus Dalamut brach der Primae Bahamut hervor und legte alles in Schutt und Asche. Frage ich dich, hätte so etwas jemals für möglich gehalten, wenn es nicht wirklich passiert wäre? Der 7. Legion erging es besser als uns. Beide Armeen erlitten furchtbare Verluste. Glühende Brocken schlugen überall ein. Erging es nicht besser als uns. Und das Land stand in Flammen. Und nie zuvor hatte ich eine derartige Verwüstung mit angesehen. Es war unbeschreiblich. Den zwölften Dank, dass einige von uns vor dem sich erscheinenden Tod gerettet wurden. Ich selbst hatte nicht mehr zu hoffen gewagt, lebend aus dieser Hölle hervorzugehen. Doch plötzlich war ich einer wunderbaren, blendenden helles Licht gehüllt. Als ich wieder zu mir kam, war der Drache verschwunden und das schwellende Land entstellt von dem Inferno. Hätte der weise Louis Soir überlebt, der Anführer der Exegeten, so wüssten wir, was damals wirklich geschah. Doch er ist nicht mehr bei uns. Und so blieben wir zurück, Ash. Das geschundene Land unserer zerstörten Existenzen, alles vernichtet und wüst. Mit Mühe rafften wir uns auf. Der Land neu aufzubauen und zu ordnen und verloren darüber alle anderen Gefahren aus dem Blick. Die Primae, ja, die wilden Stämme beschworen die Gottheiten wieder. Mit ihnen hatte jeder der Stadtstaaten zu kämpfen und wenn wir ihnen noch nicht rechtzeitig Einhalt gebieten, werden wir zu schwach sein für die große Konfrontation, die noch vor uns liegt. Denn Eosea befindet sich im Krieg mit Galamalt. Das dürfen wir niemals vergessen. Was möglich ist und was unmöglich ist, möglich. Das liegt letztendlich bei uns. Wir müssen uns stärken für die schlimmen Zeiten und den Zusammenhalt festigen. Die Gedenkfeier, die Admiral Merwip vorschlägt, ist ein guter Weg. Bringt Admiral Merwip die folgende Botschaft. Gridania wird eine Feier für die Gefallenen abhalten. Du sollst dabei auch eine Funktion übernehmen. Okay. Ich werde den Admiral durch einen meiner persönlichen Boten benachrichtigen. Du wirst uns nun nach Uda reisen, nehme ich an. Dann bestell Rauban auch von mir die besten Grüße und sag ihm, dass der dunkle Wolf zum Sprung ansetzt und in seinem Rat zum Zähmen von wilden Tieren sehr zu schätzen wüsste. Merk dir das Wort für Wort. Und dir danke ich für die zuverlässigen Dienste. Mir scheint, Admiral Merwip hat mit dir die richtige Wahl getroffen. Okay. So, und damit verabschiede ich mich jetzt natürlich von euch erst einmal. Und wir sehen uns dann hier beim nächsten Mal wieder. Ich werde jetzt noch kurz den Screenshot machen und dann sehen wir uns hier wieder. Ciao!